Wenn ich jetzt noch einmal irgendwas jagen muss, da raste ich aber richtig aus. Willkommen zurück zu Spyro 2, Gateway to Glimmer, Ryptos Rage in der Reignited Trilogy. Es geht auf zum Wolkentempel. Auch da weiß ich nur so semi, was das ist, aber ich glaube, ich weiß wieder relativ sicher, was das ist. Beim letzten Level wusste ich es gar nicht. Das war eigentlich ein ganz cooles Level. Ich mag das ja eigentlich. Ich vergesse es nur immer wieder. Und dass es existiert. Und die Mission hat mich mal wieder richtig abgefuckt. Die habe ich wieder gar nicht hinbekommen. Aber wir haben alle Edelsteine, alle Kugeln aus diesem Level. Und hier sollte es jetzt hoffentlich genauso weitergehen. Anschließend fehlte nur noch Metropolis und dann sind wir schon bei Ripto. Das ist schön. Okay, es war ja doch ein anderes Level, als ich dachte. Aber das ist aber eigentlich auch ganz cool. Ich war mal einer von Avalars mächtigsten Zauberern. Bis der große Hexer da drüben meinen Zauberstab geklaut hat. Er und seine Freunde haben mit seiner Magie die Stadt eingenommen. Avalar? Ernsthaft? Na gut, wenn du das meinst. So, stirb. Ich wurde einfach mal getroffen. Stabil. Ah, ich glaube, hier gab's... Ach, ich meine, es war hier. Ich darf kein Schaf benutzen. Das war eine Trophäe, glaube ich. Ja, versuchen wir mal. Wäre natürlich cool, wenn wir das direkt holen. Spart uns Arbeit. Ja, ich glaube übrigens, dass beim letzten Mal, ich habe jetzt nicht richtig aufgepasst, aber ich glaube, die Endsequenz kam nicht. Weil ich das Level halt nicht über Level verlassen, also über Level verlassen, über das Menü verlassen habe und nicht regulär durch das Portal, was ich merkwürdig finde, weil sollte eigentlich nicht so sein. Eventuell müssen wir uns also, wenn wir die Sequenz jetzt nochmal haben wollen, ich meine, ich muss ja sowieso nochmal rein für eine Trophäe, deswegen kann ich die natürlich dann holen, aber dann müssen wir wahrscheinlich sowieso nochmal wirklich alles machen, so alle Gegner töten und so, um zum Levelende zu kommen. Oder halt einige. So, hier war nichts mehr. Ich glaube, das Feuer tut mir auch wirklich regulär weh, so war das, glaube ich. Ich will es nicht ausprobieren, vor allem, weil ich ja keinen Schaf einsammeln will. Dann war es das soweit auch. So, gehen wir hoch. Hier gab es so eine ganz fiese Truhe, die fand ich zumindest immer ganz fies. Ich glaube, das war das doch, oder? Oder nee, ich glaube, da verwechsel ich das jetzt wieder mit dem Level von Agent 0, Dings da. Ja, doch. Okay, ich hab... Okay, ich bin mal gespannt, was das hier jetzt mal so für ein Level war. So hundertprozentig Ahnung habe ich jetzt doch nicht. Warten wir es mal ab. Aber unglaublich schwierig war es nicht. Uiuiui. Ich wollte eigentlich noch das Ding da töten. Ist das nicht gefährlich? Dieser Bock. Schon, ne? Du gibst doch Energie zurück, oder? Ja, ja, wunderbar. Das ist praktisch. Okido. Hier warten weitere Böcke auf mich. Ich habe echt... Ja, genau. Dich will ich jetzt nicht töten. Habe ich dich gerade... Habe ich eins schon getötet? Ach, ich weiß es nicht. Es ist aber auch einfach so drin, dass man die tötet. Ja doch, es ist doch das, was ich vermutet habe. Ja, ja. Irgendwas Fieses war da. Ja, du da... Der hat mich einfach... Ja, leckt mich doch am Sack. Ist ja nicht möglich. Ja gut. Dann hat mich halt runtergeschubst. Von mir aus. Dann mache ich den Scheiß halt nochmal. Von Anfang an oder wie sieht's aus? Ich weiß nicht, wo der Speicherpunkt ist. Es gab einen Speicherpunkt, okay. Schön. Wenigstens etwas. Hau ab. Hau ab. Ich will das nicht sehen. Ich will das nicht sehen. Lass mich doch einfach. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall kein Schaf getroffen. Ich wollte schon sagen, nicht schon wieder runter. So. Jetzt aber. Ach, aber das ist doch auch das Level, ne? Mit dem Agent 0. Ich dachte mal, das ist ein Spyro 3. Ne, das ist das Level. Ich dachte irgendwie immer, das wäre ein Spyro 3. Ja, ich bin doof. Okay. Cool.
Dann war das hier. Das habe ich, glaube ich, schon beim Replay gesagt. Das habe ich 100 Pro schon beim Replay gesagt. Und es ist gerade mal ein Jahr her. Oh Mann. Diese Truhe da nehme ich, die war immer das Fiese. Das habe ich nicht verstanden letztens. Ich will noch nicht mit dem reden. Ich will erstmal den ganzen Level durchlaufen. Aber das ist ein anderer Weg, ne? Ach, ist auch egal. Machen wir später. Ich laufe erstmal zum Ende. Also hier lang. Habe ich jetzt hier ein Schaf aus Versehen? Ach, leck mich doch. Scheiß doch auf die billigen Trophäen! Die mache ich am Ende. Also ich muss ja gerade eigentlich schon irgendwie so ein Schaf da getötet haben, aber ich habe es nicht gesehen. Wie doof ist das denn? Richtig unnötig. Hier brauche ich 21 Gegner. Okay. Hier muss ich einen Pisser töten und dann bin ich auch schon durch. Ach ja, da warten ja noch Gegner, genau. Machen wir die gerade alle fertig. So, Edelsteine sammeln. Ach, es geht noch weiter. Irgendwie dachte ich, ich wäre jetzt fertig. Dann geht's halt noch weiter. So. Jetzt alles okay. Spyro, du hast unsere Stadt aus den Klauen dieser bösen Hexer befreit. Bitte nimm diese Kugel. Ich sehe voraus, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Ja, schon. Auch wenn du mich komplett blöd unterbrochen hast. Und warum stehst du eigentlich auf der Seite? Wenn die Fahne da drüben ist. Das irritiert mich. Mach sowas nicht. So, Edelstein haben wir. Dann auch zu Agent 0, oder wie sieht's aus? Ja. Why not? Krüge nicht vergessen. Hallo. Krüge nicht vergessen. Die haben auch zu wollen, gefälligst. Ich bin Geheimagent. Du bist scheiße. Du bist richtig scheiße. Ja, ich werde mich jetzt einfach mal fangen lassen und dann nochmal mit dem reden. Ich wollte einen Edelstein haben. Ich wollte nicht mit dir reden. Du Vollpfosten. So, ich habe mich hinter einem Baum versteckt. Oh, triff, find mich doch. Wehe, ich erwische dich nochmal, wie du mir folgst. Mein Versteck ist nur... Okay, der labert nicht mehr denselben Text. Dann töte ich mich mal gerade. Ah. Nur weil die mich immer unangefordert anlabern. Ich möchte das nicht. Soll ich mir das groß auf die Stirn tätowieren? Ich wollte doch nur die Edelsteine sammeln. Und dabei nicht unterbrochen werden. Aus Prinzip, Kollege. Verstanden? Ich gehe erst, wenn du hinter dem Baum bist. Ja gut, dann habe ich... Ja, leck mich doch. Dann hören wir den Dialog halt nicht. Du bist eh scheiße, du Pisser. Du fuckst mich ab. Nee, die Mission ist so unnötig. Doof. Ich mag die nicht. Aber ich bin definitiv insgesamt absolut kein Freund von Stealth-Missionen. Die sind zum Kotzen. In jedem Spiel. Vor allem, weil die Spieleentwickler einen immer verarschen wollen. Von wegen so, hey, guck mal. Wir tricksen dich jetzt voll aus. Der läuft jetzt einmal hin und einmal zurück. Hahaha, witzig. Macht so Spaß. Nicht. So, hier läuft jetzt einfach ganz gediegen hoch, der guckt sich nicht um. Das wäre jetzt fies, wenn sie im Gegensatz zum Original hier was geändert hätten. Ich hoffe mal, das ist nicht so. Man muss nah genug dranbleiben, aber natürlich nicht zu. Ne? Du siehst mich nicht. Sehr schön. So, ich bin da im Geheimversteck, du Sack. Was? Du bist hergekommen, ohne mir zu folgen? Du musst auch ein Mitglied meines Geheimclubs sein. Nimm diesen Geheimdecoder, dann können wir uns geheime Nachrichten schicken. Den würde ich am liebsten sofort wegschmeißen, aber leider ist es eine Kugel. Deswegen muss ich es behalten. Gönn dir allein deine Frisur, Digga. Was geht mit dir? Aber du bist... Ah, nee. Bitte sperr dich wieder ein. Ist besser für alle. Oh Mann. Ah, so ein Dödel. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht. Jo, dann sammeln wir dann die ganzen Edelsteine, die in seinem lustigen Geheimversteck hier sind oder auf dem Weg dahin. Wofür man ja sonst keine Zeit hat. Und dann machen wir die Mission mit den Wolken da oben. Die ist ganz cool. Oder nicht Wolken, diese. Das waren also so Feuerdinger, waren das, glaube ich. So ganz lustige Teile.
Und da befindet sich dann auch noch richtig mies eine Rakete. Wir müssen die, glaube ich, einfrieren, wie war das? Irgendwie sowas. War hier noch was? Ja, hier waren auch noch zwei Vasen. Jo, jetzt rüber. Aber an sich, das Level ist eigentlich ganz cool, aber die Mission ist... Ach, aber gut. Spyro 2 hat eigentlich immer ein Level... Also jedes Level in Spyro 2 hat mindestens eine beschissene Mission. Ist so. Das ist nicht schön eigentlich. So, genau, ihr komischen Dinger hier. Unsere mystischen Glockentürme wurden von Trollen überrannt und die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet. Mein Feuerzauber hat die Trolle nur wütender gemacht. Dieses Superfrost-Power-Up wird sie abkühlen, aber wir müssen die Glocken unbedingt läuten. Sie läuten, wenn du gegen sie stürmst. Ja, mache ich. Die Mission finde ich nämlich ziemlich cool. Weil sie halt damit zu tun hat, wie hoch man die einfriert. Und oh mein Gott, sieht Spyro geil aus. Das hat was. So, was muss ich jetzt hier als erstes nochmal tun? Einfach nur dich einfrieren. Damit ich da hochkomme? Nein. Nein, nein, nein. Ich muss erst den einfrieren, den Kollegen hier. Ach, das war zu hoch. Na gut. Ich glaube, es war zu hoch, oder? Ja, okay. Versuchen wir es nochmal von hier. Wieso? Ist der... Ah, oh, Spyro. Na gut. Ich weiß aber gar nicht, vielleicht musste man das auch... Ich weiß es halt echt überhaupt nicht mehr. Ich meine, es ist so gedacht, dass man erstmal auf den hier springt. Boah, Junge! Ich brauch dich! Darf ich dich mal einfrieren, Kollege? Ich treff ihn doch. Meine Güte. Das Problem ist, da oben brauche ich nämlich auch nochmal, genau. Also die Eisfähigkeit. So, Nummer 1. Jetzt sollte der von hier unten nach da drüben kommen. Eigentlich? Ach so, der von ganz oben, okay. So war das. Ja, toll. Jetzt habe ich ihn quasi in seinem Weg blockiert. Kann man machen, ist aber nicht so clever. Genauso wie den so hoch einzufrieren. Ja, jetzt bin ich einfach... Cool! Super! Ich kann nichts tun. Also ich kann nicht mal rammen. Ja, warum nicht? Weil es nicht so cool ist, deswegen. So, müsste eigentlich auch reichen. So, wunderbar. Einmal stoßen. Du möchtest sicher eine Kugel für deine Hilfe. Tut mir leid, es ist noch eine Glocke übrig. Du erreichst sie mit dem Wirbelwind hinter mir. Ja, dann machen wir das doch mal. Ist natürlich besonders schwierig, aber wichtig ist, dass wir uns vorher einer anderen Sache annehmen sollten. Oder? Controller wieder verbinden, super. Scheiße, ich suche mal gerade meinen anderen. Geil, die sind beide leer. Super. So, jetzt muss es aber klappen hier. So, danke. Jetzt habe ich einen am Ladedings da dran. Ja, top. Es klappt ja schon super, so wie es soll. Nicht. Ich muss da auf jeden Fall hoch. Ach, da springt der. Warum springt der hier nicht? Ich weiß es nicht. Ja gut, aktivieren wir erstmal die Glocke. Mann, das ist zu hoch, Kollege. Das ist immer noch zu hoch. Sammeln wir erstmal die Edelsteine. Weil ich hier gerade nichts hinkriege. Ich kann die Töpfe auch nicht mit Eis zerstören. Von mir aus, mir egal. So, wo sind das hier? So. Das war wieder zu hoch. Das ist okay.
Jetzt hätten wir hier nochmal zwei. Ja, nein. Scheiße. So. Danke, Spyro. Hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier, etwas aus dem Souvenirladen der Wolkentempel. Ja, gib her. So, und die letzten Edelsteine sind hoffentlich jetzt in der Truhe, die wir uns jetzt nochmal holen. Oh mein... Was zum Fick? Kamera! Ich will hier nicht... Oh. Warum dreht die sich denn? Was soll das? Leck mich doch! Es ist nicht Ripplos Rage, es ist mein Rage. Was soll das? Warum? Warum dreht die sich wie ein Irrer? Was soll der Scheiß? Ich meine, ich lande wieder hier, ist okay, aber... Warum? Nein. Ne, das reicht auch trotzdem nicht. Shit. Warum bist du nicht hoch genug, du Sack? Wieso kommt er da nicht hoch, Mensch? Komm. Na, leck mich doch. Aber ist der nicht vorhin hier irgendwie relativ hochgesprungen? Da müsste ich den... Achso, ich habe ja nur Feuer. Lol. Ich bräuchte noch wieder Eis, wenn ich ihn einfrieren wollte. Beeil dich, Spyro! Er ist doch gleich wieder da. Ja, das hat super funktioniert. Ah, natürlich brauche ich den noch. Wäre sonst so einfach. Komm mal her, du Pisser. Ich hab dich sowas von... Na, geht mir's auf den Sack. Ich glaube, ich mach den Ripto doch nicht mehr heute, weil... Nee, das ist nichts für meine Nerven gerade. Bleib doch einfach ja nicht hier. Hier brauche ich dich nicht. Lauf weiter, Kollege. Ich friere den hier oben ein und fertig, aber ich habe den gerade nicht getroffen. Jetzt komm auch gefälligst. Reicht das? Ich weiß es nicht. So, jetzt reicht es. Und zack. Ich hab dich sowas von ausgelöst. Jetzt. Ah, so, anstrengend. Und wahrscheinlich haben wir nicht alle Edelsteine, ne? Ne? Dann freue ich mich aber richtig. Ne, es fehlt noch eine ganze Menge wahrscheinlich, ne? Okay, wo fehlen uns so viele Edelsteine? Ich weiß es nicht. Habe ich wieder irgendwas komplett unterschlagen? Haben wir denn alle Kugeln? Wir haben alle Kugeln. Was habe ich verpasst? Oh Mann. Komm schon. Gibt es hier eine Fragezeichenvase vielleicht? Wo habe ich denn so viele Edelsteine übersehen? Hä? Was? Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Das kann doch gar nicht sein. Alles erkundet oder bin ich doof? Komme ich hier nochmal rein? Nein? Nee. Komme ich jetzt gar nicht mehr hin oder was? Wenn ich einmal verreckt bin. Ja. Hm. Hä? Sparks? Da vorne. Okay. Wo hier vorne? Ich verstehe es nicht. Hä? Was zeigst du mir? Da oben. Okay. Hatte ich eine Schatzkammer übersehen? Ah, das, oh mein Gott, kann sein. Ich will da nicht hoch. Den Scheiß will ich nie wieder machen. Ja, das ist eigentlich eine ganz coole Mission. Ah. Ja, ist es eigentlich auch. Wenn man nicht so blöd ist wie ich. Hallo! Ich kriege halt gerade einfach wirklich überhaupt nichts mehr hin. Ich glaube, ich manchmal Metropolis heute. Da habe ich... Ja gut, da liegen nur Edelsteine. Schön. Wieso habe ich mich... Oh lol. Wieso habe ich die ganzen Edelsteine hier nicht eingesammelt? Das fragt man sich jetzt natürlich. Da vorne. Ah, der lud mich eh nochmal zu Agent 0. Da habe ich keine Lust drauf.
Hinter dem Edel, hinter dem Baum. Nur weiter zum Anfang, okay. Ich muss ja echt hart was übersehen haben. Also das war jetzt einfach nur richtig... Wie, ich bin da einfach dran vorbeigelaufen. Ich habe die Edelsteine einfach ignoriert. Da war nur der Typ, der gerade ein bisschen aussah wie so eine Kiste. Das war der Anfang, also der komplette Anfang. Okay. Ja, gut. Gehen wir runter. Gab es hier in irgendeine Richtung doch noch was? Ja. Okay. Cool. Hätte ich mich mal umgeschaut. Okay. Das Spiel hat mich schon wieder ziemlich fertig gemacht. Ich glaube. Wie spät ist es hier eigentlich gerade? Ja, wir haben schon wieder eine gute Zeit. Moment. Ja, muss ich jetzt das Level offiziell verlassen oder geht das jetzt auch durch? Ich versuch's mal. Kommt jetzt eine Sequenz? Ich glaube nicht. Doch. Ne, Leute, ich glaube, wir machen eine neue Aufnahme dann Metropolis, dann bin ich motivierter. Also sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dahin. Tschüss.